Also wenn ich einen Namen höre, dann stelle ich mir schon gleich so ein bisschen den Charakter vor oder wie der tickt. Also zum Beispiel eine Edeltraut. Nicht? Da hat man irgendwie was Bodenständiges oder so eine Vorstellung von. Eben ganz anders wie eine Ritter. Ritter. Ganz andere Frauen nicht. Oder zum Beispiel eine Jenny. Die tickt auch komplett anders wie eine Maria. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber irgendwie die meisten Frauen werden ihrem Namen auch gerecht. Ganz anders bei den Männern. Also ich war ja jetzt ein paar Jahre Single, nicht? Ich habe auch Männer kennengelernt. Aber da war nicht ein einziger, der seinem Namen nach wirklich gerecht wurde. Zum Beispiel heißt das schon bei Hotel. Auch bei den Herren kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen. Doch habe ich eine echte Warnung. Männernamen sind nur Tarnung. Der Frank, der war nicht Frank. Der Attila war eher neu. Der Leo war kein Löwe. Der Siegfried, eher öde. Der Engelbert, der war ein Schwein. Und Ariel ganz und gar nicht rein. Des Mannes Wesen ist seines Namens Gegenteil. Ha, merkt ihr es? Ich dichte ja. Habe ich schon als Mädchen da? Lange Gedichte, ja, immer irgendwas gedichtet. Aber beim Johnny war es eben ganz anders. Ganz anders. Der hat eine tolle Stimme und, ja, und der war auch ganz genau so, wie ich mir den immer vorgestellt habe. Schon als kleines Mädchen. Johnny gibt es auch nicht so das Gegenteil, nicht? Ihr kennt doch das Lied. Johnny, wenn du Geburtstag hast. Da habe ich mir immer einen Johnny vorgestellt. Ach, groß, schlank, bisschen längere Haare, verwegen, ein bisschen Künstlertyp. Und als der Johnny dann vor mir stand, war ganz genau so, wie ich mir das von so klein auf mir. Und insofern dachte ich natürlich, das ist so ein Zeichen, das muss es sein. Das. Ich habe sogar für die Hochzeit was gedichtet für ihn. Ja, ich weiß schon, die Braut soll immer auf der eigenen Hochzeit, aber ich dachte, ist doch egal, ist doch schon die zweite Hochzeit. Und eben, weil ich auch Spaß am Dichten habe. Und komm, jetzt mache ich es wenigstens für euch, dann muss ich nur ablesen, wenn man so nervös ist, nicht, dann kann man sich nicht so viel Text merken. Also. Johnny, wenn du mich wirklich liebst und mir dein Herz vergibst, nicht nur zur Nacht, Johnny, dann träum nicht nur von mir, sondern komm lieber zu mir, ja vor und nach dir. Johnny, wennst mal Gefühle hast und mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht, Johnny, dann denk ich noch zuletzt, ach, wenn du jeden Tag Gefühle hättest.